So, ich habe einmal kurz die Aufnahme gecuttet. Mir war danach. Ich meine, wir haben ja jetzt, wir haben echt eine Menge geschafft jetzt, finde ich. Ich meine, jetzt kommt die Kanalisation und dann kommt ja schon wahrscheinlich das Labor. Na, erstmal musst du zu Sherry. Okay. Also es kommt schon noch einiges wahrscheinlich, ne? Warte ab. Du hast halt einen anderen Zugangspunkt zur Kanalisation. Hier übersehen. Ach, den Film. Stimmt, den Film, den ich nicht brauche. Ich finde es so interessant, dass ich bislang für Claire noch keine Hunde getroffen habe. Komm noch. Komm noch, na gut. Sonic soll. Warte es einfach. Och, nö! Hier nicht anfangen, rum zu spoilern. Ich höre Stampfi nur rumpoltern, weißt du? Wie hat der mich denn jetzt gefunden? Das ist doch nicht. Das ist doch nicht wahr hier. Der hat wahrscheinlich die Telefonleitung gehackt. Oh ja, Oh, du telefonierst, du Sau. Ich wette, du telefonierst dreckig. In Dessous. Das auch so viel bringt. Und du erzählst davon, was für ein geiles Sandwich da abgeben wirst in ein paar Jahrzehnten. Barry hat mir davon erzählt. Oh shit. Vor allem, er läuft auch so menacing. Ja, hier. Ja, ihr dürft hier gerne mal. Ist der andere? Ja, der ist auch raus. Danke, 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 danke. Ich finde es halt jedes Mal so schön, wenn du dran vorbeigehst. Der krallt sich auch ganz gerne an dem Gitter fest und fällt mit runter. Vor allem. Oh. Hä? Okay. Oh, Gittertüren. Ich mag Gittertüren nicht. Oh, das ist so eng. Oh wow, Umbrella. Ja, Fucking 90s Commercials. Jetzt neu von Umbrella mit ganzen Nüssen. Diese seelenlose eingekaufte Familie könnte auch sie bald fressen. Ja, ist wahrscheinlich so. Wahrscheinlich knabbert sie noch heute an ihm. Oh ja, ich muss das ja wollen, ne? Ja, daran haben sie zu nagen. Töle, töle. Ich finde es aber geil, wie sie die Hunde hier umgesetzt haben. Ja. Die sind richtig agil. Ja, agil, gefährlich. Haben halt auch wirklich das Verhalten von einem Hund, auch wenn es ein Zombie-Vieh ist. Wie Tontauben schießen. Das Ding wollte springen. Ich muss wahrscheinlich genau den ersten Frame erwischt haben, wo das Vieh springen wollte. Ja gleich. Warte, warte. Ja. Im ersten Frame gefühlt. Er hat gerade dazu angesetzt, die Animation zu machen. Geil. Oh geil, meine Reichweite von meiner Pistole ist nicht weit genug für das Scheißvieh. Also 9 mm wieder treffen. Ja, na gut, es ist ein Colt. Klar, was erwarte ich. Finde ich aber auch geil, dass sie halt tatsächlich dran gedacht haben, dass die Dinger unterschiedliche Reichweiten haben. Ja, eben. Beziehungsweise ab einer gewissen Reichweite eigentlich, dass du sie in die Haare schmieren kannst, dass es irgendwas trifft. Deswegen ist es halt empfehlenswert, jetzt auf die 9 mm zu wechseln. Ja, die habe ich jetzt leider noch nicht. No, hast du eine Konversation? Also ich habe sie ja, aber ich habe sie jetzt nicht bei mir. Na. No. Nehmen. Danke. Jetzt mal. Na ja gut, du darfst ja halt nicht vergessen. Ein Hund ist es halt anatomisch anders aufgebaut als ein Mensch, dass die Viecher dann agiler bleiben, trotz Zombifizierung. Das Gute ist, sie sind mit einer Granate weg. Sie diskutieren dann nicht lange. Aber gut, ich muss trotzdem. Oh, hi! Blödes Vieh. Ich hab genug Munition für euch, Ficker. Oh, hier liegt Zeug. Gut zu wissen. Wieso habe ich das Gefühl, dass hier irgendwo Mr. Raccoon ist? Unter den ganzen im Bus Autos. Ist einer. Was? Im Bus ist einer. Bus, 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 Bus. Bus, Bus. Bussi? Bus. Ach, da, Bus. Die Dinger sind echt schwer zu finden, teilweise. Ja, doch.
Weil du hörst sie ja nur so ganz kurz so. Ja, die können über Zäune klettern. Ja, das macht die ja so gefährlich. Du wirst doch wieder lebendig. Ich hab ein Messer. I have a knife. Nicht mehr. Oh ja, ich höre es sogar. Also wenn du alle Mr. Raccoons erwischt hast, kriegst du ein Messer, das unendlich hält. Heißt nicht, dass du es nicht verlieren kannst. Ja eben, das ist das Fiese an dem Ding. Du kannst es trotzdem verlieren. Nani? Wo ist der? Ach da, der Hund ist zu blöd, hier in den Bus zu kommen. Ja gut, das ist Fairness halber, weil du auf dem engen Raum einfach zwangsweise gefressen wirst. Ja klar. Mal gucken, vielleicht können wir das ja mal gerade ein bisschen zu unserem Vorteil nutzen. Oder ich muss es gleich zu meinem Vorteil nutzen. Dass die Viecher gerade sich ins Knie ficken können, das ist natürlich auch eine schöne Sache. Im Weißen Haus solltest du übrigens wirklich auch noch nach oben gehen. Okay. Lohnt sich. Im Waisenhaus. Der Typ vögelt eine Leiche im Waisenhaus. Na gut, er ist ja kein Leichenficker, er will einfach nur präparieren. Ja, ich weiß nicht, ob das irgendwo besser ist. Ja gut, also in der Vorlage war das halt die Bürgermeistertochter, auf die war eh immer scharf und dann hat er sich gedacht, okay, im Tod präpariere ich dich. Was er mitmachen wollte, weiß keiner. Wurde nie beschrieben. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist das trotzdem disgusting. Na generell ist es disgusting. Also klar, jetzt sollte ich erstmal nochmal nach oben mich da umgucken. Mhm. Weil ich ja weiß, dass Sherry und Konsorten unten sind. Ja eben, also oben im Bad liegt dann halt noch Zeug rum. Mr. Raccoon gibt's oben auch noch. Ich hab schon fast gedacht, dass ich hier oben jetzt Zeug finden werde. Also ich wäre so oder so nicht erst nach unten gegangen. Für alle, die jetzt sagen, hol mal voll Backseat Gaming. Und dann sag ich mir so, Alter, nee. Er weiß halt mehr als ich. So. Und ich meine, ich bin auch ganz froh über solche kleinen Hilfen. Du spoilerst mir jetzt ja nichts essentiell Wichtiges, also. Du überlebst. Ja. Spoiler. Ah, nee, vor wir treffen, vor mir, das erledigt haben wir schon. Ach, warte mal. 629, diese ganze Zwecks 628, die Nummern kommen mir bekannt vor. Achso, das ist. Ich wollte gerade sagen, Waisenhausdusche. Oh, ne. Wo ist der Raccoon? Eigentlich gegenüber von der Eingangstür. Also wenn du in das Zimmer reingehst. Gegenüber? Also unten in der Eingangshalle. Nein, nein, also wenn du in den Raum hier, ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Der wackelt nur nicht, das ist fies. Ja, den übersehen viele sehr gerne. Ich meine, er steht da einfach im Regal und tut gar nichts. Das ist fies. Ist nekrophil, Bericht gemerkt, ja. Oh. Ja gut, den haben sie extra schwammig aufgebaut, damit du was rein interpretierst. Oh, wahrscheinlich würde er sie auch vögeln. Ja, aber seien wir mal ehrlich. Also, das ist sowieso etwas. Die besten Geschichten sind eigentlich die, die du nicht erzählen musst, sondern wo du... Hi! Your fault. What? That took too long. Oh oh. Ach du Scheiße, das ist some alien shit. Some facehugger fuck. Alter, der Typ wurde gefacehuggert. Schön das Face genockert. Schön ins Face genockert hat er sich. Nee, ich will erstmal hier. Tagebuch. Das ist die Ruhe Polizei. Sind Männer, die alle auffressen. Männer. Hilfe, sie kommen. Hilfe, Mami.
Jetzt sag mir bitte nicht, dass das ein Waisenkind geschrieben hat, bevor Zombies hier eingetanzt sind. Nicht die Polizei. Nee. Das Waisenhaus wurde von Umbrella gesponsert. Das waren nicht so nette. Alter, you're in a between and a hard place. Alter, du hast echt ein Problem. Alter, wenn du reden willst, ne? Weil ich glaube, du musst dir echt was vom Herzen reden. Ah! Okay, sorry. Ja, toll. Ah, so komme ich also unten rein. Der Ficker hat einen Weg in die Kanalisation gehabt. Oh, John Boy. Oh, Johnny. Was hast du so einem Schleimscheißer wie ihm? Auch wieder wahr. Aber ich habe schon irgendwie das Gefühl, ich komme hier mit Claire um einiges schneller durch als mit Leon. Sherry, where are you? Alter. Aber selbst das hier sieht glaubwürdiger aus als die Keller in Resi 7. Kunststück. Meine nur. Warum müssen die wackeln? Ja, ich meine, ne? Wackelkopffiguren? Als Wackelkopffiguren. Go, go, go! Oh nein! Nicht du schon wieder! Claire! It's behind you! Don't stop! Nee, wirklich! Lauf! Hab Spaß. Gleich wird's toll. Keep going! Keep going, nicht halt still. Sherry, come on. Aha, fuck you. Oh, shit. Boah, Alter. Get fucked. Get fucked. Du erinnerst dich daran, dass wir diese Diskussion hatten und ich meinte, Birkin würde ihn zerfetzen. Ja. He just did. Oh! Alter! Ein Stück aus ihm rausgerupft! Oh. Oh, Gottes Willen! Holy shit! Alter, nee, weißt du, mich schockt sowas nicht, aber holy moly! Also das ist halt schon was, wenn die Sau... Hol? Hm? Achso, ich hab gerade nur gesehen, dass du geredet hast, aber da kam irgendwie nix. Nö, nö. Achso. Was, die Kleine ist hot? Die Kleine ist minderjährig. Claire ist hot, da darfst du das aber auch sagen. Das ist nur die Frage, wen er meint. Da steht nur, die Kleine ist hot. Bitte sag mir, du meinst Claire. Do you know Sherry? It's an impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. I'm Claire. I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Oh, Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who's that? Es ist ein Kind! Die geht ihr bis zur Hüfte! Natürlich ist sie minderjährig! Can you help me find Sherry? What the fuck? Where are you going? Look. She's not a midget. I don't have time to play 20 questions. Everything's under control. I need to find Sherry. My daughter is not your concern. Ouch. Na gut, also wenn die Sprüche jetzt in die Richtung Pädophilie gehen, kannst du das gleich bleiben lassen. Ja, sowas wird hier eigentlich an sich geahndet. Oh, not cool. Really not cool. Also guckst du auf den Boden, da Linie, rot. Ist sehr rot. Just a friendly warning. Bericht über G. Schön, dass du einen Bronzevogel hast. Der gibt dir leider keine Immunität gegen Pädophilie. Also wenn du das noch steigern möchtest, ich kann noch ein Band drauflegen für ein paar Stunden. Kann ich das? Du bist Mod, also du kannst Leute timeouten etc. Geil, ich habe Macht. Natürlich, ich denke mal, du bist Mod bei mir.
Ich glaube, sollen wir das austesten? Nein, lass gut sein. was ist das denn jetzt für welche? SLS? Warte mal. Das ist die Pseudo-Magnum-Muni. Ach so. Wow, wie lange spiele ich jetzt und habe jetzt erst Munition für das Scheißding gefunden? Ja, die ist fucking rare. Ich merke schon, also, dass man daraus dann die Magnum baut, holla die Waldfee. Mhm. Deswegen haben sie dir ja noch extra eine 9mm von die Hand gedrückt. Ach so, damit man sowas hat. Mhm. Deswegen, den Colt kannst du eigentlich auch mal wegwerfen. Ja, ne? Ein Schuss drin. Ich nehme jetzt die Pistole mit. Fuck that. Ja, also für den Colt kriegst du es auch verhältnismäßig weniger Munition. 9mm ist jetzt das Ding. Da kann ich wenigstens... Ich habe nämlich einen vollen Stack Pistolenmunition. Dann nehme ich jetzt mal die hier mit. Brandgranaten. Ja. Ich will die eigentlich echt langsam mal aufheben. Ja, die sind sehr hilfreich. Ich nehme mal die Säuregranaten mit für Notfälle. Aber sonst ist das soweit. Sorry, sowas wurmt mich, wenn mein Inventar unordentlich ist. Ach, noch hast du keine halbe Hanfplantage drin rumfahren. Hä? Dani? What? Wo soll ich denn hin? Hä? Bin ich gerade doof? Ja. Scheinbar. Dein Weg führt dich never return. Ah. Ach so. Ah, hier unten. Ja, ich sehe schon. Ich speichere lieber. Ich habe gerade umgeräumt. Erstmal speichern. Ja, hallo. Gott, Ausbildung ist anstrengend. Oh, you tell me. Aber wenn du es erstmal hinter dir hast, ne? Sherry, Sherry, Lady. Na, 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 na. Sorry, aber. Ne? Wer kann bei dem Lied da, ne? Nicht auf das Lied kommen? Your mother is an asshole. Deine Mutter riecht wie ein Hamster. Oh, warte mal. Das ist blaues. Wieso gibt es in diesem Spiel so viel blaues Kraut? Alter! Und es jetzt halt noch den zusätzlich verstärkenden Effekt hat. Ja, stimmt. Es ist tatsächlich nützlich. Es heilt nicht nur Vergiftung, sondern, ne? Eben. Finde ich gar nicht schlecht, dass sie die Erneuerung eingebracht haben. Hm. Scheißpulver. Kommt jetzt ja auch wieder so Captain Gooplord? Natürlich. Ja, aber nicht hier. Der ist jetzt woanders. Das ist ja auch einen anderen Anstiegspunkt als Lean. Okay, weil das ich sagen muss, der Weg von Claire ist eigentlich deutlich einfacher zu machen. Oh, mit das ist ja eigentlich so vom Hauptding her wie ein Kreis vorstellen, wo du gehst. Mit Lean war das echt ziemlich tricky hier. Na, nicht mal. Also ist anfangs ein bisschen hackeldecker, aber ansonsten läufst du deinen ewigen Kreis. Des Lebens. Hm. Krankenpfleger macht Spaß, aber die Kollegen... Das habe ich auch noch nie gehört, dass jemand sagt hat, Krankenpfleger macht Spaß. Da haben wir wahrscheinlich einen guten Laden gefunden. Oh, hi, wo kommst denn du her? Scheißen. Okay, warte mal. Machen wir mal so. Rück dir mal ein bisschen Klumpen. Fuck. Nice. Shit, ich hab kein Messer. Macht nix. Brauche ich auch gerade nicht. I can do this. Nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin aktuell mit meinem Job auch sehr zufrieden. Puck. Warte mal, hatte ich den Code hier für nicht? Yep. ZF. Nee, Z kann's nicht sein. Ich hab kein Z. Hab ich das hier irgendwo? Saf. Was? Oder Xav. SZ.
Saf? Warte, war es Saf? Warte mal, was macht denn meine Notizen? Gib mir eine Sekunde. Suk? Su? Sekunde, wir haben es gleich. Notiz. Du warst jetzt im... Blair. Suff. SZF. SZF. Oh, fast richtig. Schlösser. Also ich regel das in Gedanken immer mit Xerf. Xerf! Gut, ist eh nur Munition drin, aber gut. Also nicht mal wenig, da war einiges an Munition drin. Hm. Anstrengend, aber wenn man bei allen Leuten ein Lächeln bekommt, ist ein gutes Gefühl. Oh ja. Problem ist, ich habe immer noch so eine Hasskappe von damals gegen alte Leute. Also, Mischchen! Ja, aber das wird sich... Es ändert sich aktuell bei mir langsam. Haben Sie auch Brötchen mit Nüssen? Das liegt bei mir daran, weil ich jetzt mittlerweile tatsächlich Kunden habe, wo ich am liebsten nicht mit dem Messer beigehen würde. Wer versteht, was ich meine. Ihnen Brot schmieren und so was. I did, but nobody came, and you didn't answer your phone, so... Sherry, I don't have time for this. Ja, das hast du damals auch gesagt. You see the problem? Oh no. Sherry! Sherry, I'm coming! Hold on, Sherry. Also es ist auf jeden Fall mit Claire jetzt ein bisschen was anderes. Hm. Ich mochte das, die Kanalisation mochte ich mit Lien irgendwie überhaupt nicht. Das, genau, Videotape-Ding habe ich nicht. Nur irgendwie Gunpowder. Okay. Das erstmal weg. Aber das hier ist dasselbe mit den... Mit den ganzen... Na, das Dingen. Rätsel ist jetzt ein bisschen anders. Turm neben Springer. Ja, okay, das lese ich mir durch, wenn ich es brauche. Ja, genau, und hier ist das. Ja. Ich brauche also wieder die ganzen Figuren. Nur jetzt kriege ich sie halt von woanders. Mm. Ah ja, ich sehe jetzt gerade die Beschreibung von dem Schaltkasten. Ja, bei der Variante muss dann später einen Springer auf die gegenüberliegende Seite stopfen. Ja, hab ich mir schon fast gedacht, dass das jetzt ein bisschen anders ist. Ja. An der Variante vom Rätsel hing ich eine ganze Weile, bis ich auf die Idee kam. Okay, ich stopfe jetzt den Springer einfach gegenüber rein und fange von da an, die Dinger nachzumachen. Musst du die aber jetzt nicht mitnehmen, oder? Nö. Also ich kann die da... Die drei Stecker, die du brauchst, findest du unterwegs. Okay. Dann lass mich raten, ich muss wieder dahin, wo Lien seinen Flammenwerfer gefunden hat. Ja, da kriegst du halt was anderes. Oh. Ja, bei Claire ist es wirklich eine komplett andere Gefühlsebene. Bei Lien ist es wirklich so... Ein konstantes Mysterium, was hier überhaupt abgeht. Und dann die gesamte Sache mit Ada und hast du nicht gesehen. Bei Claire ist es eigentlich die Story von der weltschlechtesten Babysitterin. Technisch gesehen, ja. Aber es ist Claire, also haben wir sie trotzdem lieb. Verstärkter Rahmen. Jetzt kannst du deine Pseudo-Magnum bauen. Versteckte Spezial mit dem Stahlrahmen kann Waffe Hochleistungsmunition abfeuern. Hm. Also wenn du halt die Hochleistungsmuni reinpackst, hat eigentlich denselben Benzin im Magnum. Ah. Hi. Kann halt auch standardmäßig noch normale Munition tragen, aber... Also kann quasi, da kann ich beides reinstopfen. Ja. Cool. Aber du willst das Ding halt wirklich als Magnum benutzen. Also du willst eigentlich quasi diese andere Munition da reindrücken. Hm. Ich will das mal kurz machen. Ich will wissen, wie das Ding dann aussieht. Und du willst auch hören, wie es klingt. Das nun nicht, weil dafür müsste ich es mitnehmen und wertvolle Munition verballern und... Hier hat sich irgendwie nicht viel für getan an dem Ding. Schade. Ach so, aber jetzt hat es halt Munitionsarten. Hm. Ach, das ist die Hochleiste. Ach so! Also? Warte mal, ich möchte sie nur mal laden. Mit was habe ich die jetzt geladen? Achso. Das Ding ist, du kannst sie halt auch immer wieder neu laden. Hä? Mit was habe ich die jetzt? Also wenn du ein Plus in der Munition mit drin hast, das ist die Hochleistung. Ach so.
Und das sind jetzt quasi denn die Pistolenmunition. Das ist halt die Hochleistungspower. Ah. Also sobald da unten Plus ist, ist gut. Also die Plus ist halt die Special, die andere ist Standard. Nice. Achso, und das ist denn die Pistolenmunition, ja. Okay, hey! Du Sackgesicht! Ist doch nicht gefolgt. Alter! Jesus! Du hast mein Tresor wieder geräumt. Dich lasse ich hier verrotten, Arschloch! Alter! Ist mir echt bis hierhin gefolgt! Alter, war der penetrant! Aber ich muss auch sagen, also jetzt hier, wenn ich mir mal die, die JMP anhört, die klingt so geil. Ja, es ist halt eine gute alte 9mm. Ja, und sie klingt so gut. Generell, die Waffen in dem Spiel sehen gut aus und klingen gut. Ich hoffe, du denkst auch wirklich dran, dass du noch den Drehpömpel mitnehmen sollst. Drehpömpel? Bei der Bahn. Ah ja, ich sehe gerade, du rennst dorthin. Ja. Delay. Ja, der Brain Lag. Mein Hirn laggt gerade, das laggt hier. Leons. Ach, warte mal, Leons Notiz? Wenn du es mir geschafft hast, bist du fast aus der Stadt raus. Ich muss noch ein bisschen Leben vorhin weg kann, aber falls du es hier. Ich hab mir Umbrella schuld. Ist alles Umbrella schuld! By the way, ich hab Asiatin kennengelernt. Ist hot. Ist hot. Want to bang. Call you later. Call you later. Maybe we fuck. Ja, genau, das war das. Okay, schief gelaufen. Sie wollte unbedingt in der Badewanne sein. What the fuck? Weißt du, Lino, so ganz straighte Aussagen. What the fuck? So stell mir das bei Lino vor. Der kann einfach nicht mit Frauen, sondern, ne? Lieber denn so eine Brute Force Antwort. Hast du doch erlebt. Ich glaube, hier braucht sie eine Rettungsschwimmerin. Das ist nicht der Strand. Oh! Mann, das Ding ist scheiße, genau! Alter! Das ist ein Vorteil an einem Laserpointer. Bleib da, bleib da, bleib da. So. Just making sure. Ich ersticke in Zeug. Alter. Gewöhn dich nicht dran. Ich habe einen halben Kräutergarten bei mir. Machst jetzt aber hier nicht den Max. Oh nee, hör mir auf. Alter, das hat mich getriggert so ein bisschen bei ihm. Weißt du, einer meiner Lieblingsstreamer, ne? Aber als ich das gesehen habe, oh, holla die Waldfee. Er war schon tot? Ja, das ist ne. Weiß man immer nicht so ganz. Purple Drop. Ach, guck mal. Captain Blob ist back. Halt mal kurz. Er ist auf dem Halt mal kurz reingefallen. Oh ja, wenn du Halt mal kurz spielst, steh ich mal rum mit Pissen. Leute, er ist auf dem Halt mal kurz reingefallen. Was ein Loser. Auf dem Halt mal kurz reingefallen. What a loser. What a numbnut. Ja, rote sind bei Claire gefühlt ein bisschen seltener als der Rest. Aber gut, blaue sind hier wenigstens in dem Spiel jetzt mal tatsächlich nützlich. Also sind nicht absolut wertlos. Von daher, es lohnt sich tatsächlich mal, die mitzunehmen. Geht Shushi. Danke dir, Unity, für die 3-Euro-Spende, mein Dude. Schön, sowas mal wieder zu sehen. It's been a while. Film, Hiding Places. Ja, doch. Es schaltet immer noch Zeug frei, also. Hiding Places ist jetzt nicht unbedingt ein schlechter Film. Ich mag ihn. Was auch. Hat sie echt mehr Platz als Lien? Kommt mir nämlich so vor. Feels like it. Welchen Streamer hat Shadow gerade geredet? Maximilian, Dude. Ist ein englischer Streamer. Ist
mein persönlicher... Oha. Mein persönlicher, also Favorit. Klang gerade ein bisschen wie Donkey Kong. Yeah. Okay. Guten Tag. Na ihr? Das ist so befriedigend jedes Mal. Mit der Pistole echt richtig zu zielen, ist so geil. Einfach weil es fucking genau ist. So, und du gehst mir jetzt auf den Sack hier. Du auch. So. Nein. Lass das mal da. So einer. Another dipshit. Gott, sind das viele. Okay, das war unnötig, ich weiß. Oh, Alter, die Knarre. Den kannst du eigentlich erstmal drin lassen. Also den Stecker kannst du eigentlich drin lassen. Ja. Wir sehen noch einen Raum für den Mini. Eben, ich weiß. Ich muss da sowieso nochmal rüber, wenn ich den Schlüssel habe. Da hätte ich dann noch einen Speedrun-Tipp geben können. Na? Also die erste Treppe, die du runtergerannt bist, wo direkt die ersten drei Zombies drin gewesen sind. Da ist an der Seite noch eine andere Treppe, die dir zu einem Shortcut führt, zu dem Monsterpool unten. Da hast du dann ja den Schlüssel hängen. Ah, shit. Das war nicht die eine Tür, wo der an der anderen Seite verbogen ist. Oh, fies. Mach den Rest nicht auf, rennt hin, hol dich einen Schlüssel, krass da ab und dann ist er dann raus. Ja, schieb dir deine Headcrabs mal dahin, wo die Sonne nicht scheint. Letzter Bitte! Schau dich dort um, da ist er bereits. Oh. Oh, Lucky. Tuffel, vielen Dank für deinen Sub, mein Lieben. Ich hab grad, konnte leider nicht sehen, wie viele, weil Twitch zeigt mir auf dem Chat gerade noch an, dass du für 0 Monate abonnierst. Aber Moment, aber bin ich denn nicht hier jetzt eigentlich auf der richtigen Strecke? Wo du meinst, Hol? Ja, du gehst jetzt halt gerade den kompletten Kreis ab, aber auf Speed-Taktik hättest du halt erst einen Shortcut aufgedreht. Ach so, hättest ja. du dann direkt den Schlüssel gekrallt, wärst dann eben den normalen Weg weitergerannt und wärst du über den Shortcut dann eben wieder direkt zur Bahn. 8 Monate, okay, vielen Dank dafür. Ich werd alt, wir werden es alle. Hi. Ja gut, also Speedrun hatte ich jetzt sowieso nicht vor, ich krieg sowieso eine scheiß Bewertung, aber who cares, Ryan. Ich muss ja hier und da meine Glückscheiße aushängen lassen, ne, den ich schon den Speedrun-Boni habe. Ja, hol es hier um einiges sicker als ich. Oh, guck mal, jetzt haben wir schon mal den Schlüssel. Jetzt müssen wir halt nur noch mal kurz zurück. Stimmt, jetzt sind wir ja wieder hier. Ja, stimmt, ich hätte hier hingehen können und dann, ja gut. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Wenn ich erst... Ja, hier erfahrt ihr so die krassen Speedrun-Taktiks, nur bei mir. Aber bei mir könnt ihr den geilen Arsch von Claire in HD sehen. Der geile Arsch, der total bedeckt ist von ihrer Munitionstasche. Na gut, man kann nicht alles haben, ey. Man kann schließlich nicht alles haben, Hol. Na gut, ich habe den Vorteil, es ist auf PC, also... irgendwann werden Modder auf die Idee kommen, Sadomaso-Outfit. Ja, ich bin mit meiner PS4-Version mehr als zufrieden. Spiel läuft super, stürzt nie ab. Apropos, falls Flo gerade zuhört. Mittlerweile sind es schon 1,6k, die Zeug gedownloadet haben bei den paar Mods, die mittlerweile rausgaben. Crazy 6 ist überholt. Oh wow. Jetzt an Mods also, oder wie? Auf der Modder-Seite. Es sind zwar gerade 2 Mods weniger drauf, aber in der kurzen Zeit, wo es draußen war, schon 1000 fucking mehr, wo es gezogen haben. 100 mehr. Ja, kannst mal sehen. Sag niemals nie. Hey, Captain Blaubeer. You asshole. You asshole. Oh, Claire flucht hier echt einen Sturm zusammen teilweise, also. Ja, doch. Ist halt nur Redfield. Ja, doch.
Gut, also Shooter mit Maus und Tastatur, Alter. Der Controller, es kommt auf die Umsetzung an. Eben, weil ich habe jetzt absolut kein Problem mit der mit der PS4-Steuerung. Absolut perfekt. Ich musste das Dings ein bisschen kalibrieren, also das die Mausempfindlichkeit, also Quatsch, Mausempfindlichkeit, also hier die Cursor-Empfindlichkeit, aber sonst. Nee, ich warte immer noch auf den XCOM Give It To Ya Mod. XCOM Give It To Ya, he gone give. Ich habe echt gehofft, dass das allererste ist, was sie machen würden, aber momentan. Bei den Memes. Okay, vielleicht ist Musik ummodden jetzt nicht unbedingt das einfachste im Spiel. Also bisher gibt's schon die ersten Reskins. Oh, hier sieht man die Ab. Oh. Für den Spind. SZF. Es ist markiert. Oh, jetzt sehe ich. Ah, oh, das ist. This is nice. This is nice. Ich gehe mal kurz hier nach oben. Ah, nepp. Also ich halt auch jeden Tag ausschau, ob es endlich mal einen Soundmod geben wird. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es einfach nicht so einfach, die Musik in dem Spiel komplett umzuändern. Ich meine, für einen Gegner-Encounter, ich weiß ja nicht. Ich habe von Morden keine Ahnung, aber... Muss es halt erstmal ummixen, weil du ja erstmal so ein Fade-In und Fade-Out haben musst. Ja, eben. So, hier muss ich jetzt ja eigentlich auch nicht mehr längs, aber ich nutze es jetzt einfach gerade mal, dass ich da oben eine Kiste habe. Na gut, du kannst jetzt eben noch das Zubehör und die andere Munition aus dem Geheimversteck holen. Stimmt, ich kann noch mal ins Polizeirevier jetzt, wo Mr. X mir auch nicht mehr auf den Sack geht. Stimmt, das heißt, ich kann die Fotos entwickeln lassen in aller Ruhe. Hast du überhaupt den Fotofilm mitgenommen? Den habe ich mitgehen lassen. Hier, Film. Ich glaube, da steht sogar drauf, wichtige. Ja, Hiding Places. Yay. Mr. X geht mir jetzt auch nicht mehr auf den Sack. Da oben sind ein Haufen verkrüppelter Zombies, die mich nicht stören werden bei dem, was ich tun möchte. Also momentan auf PC, jetzt speziell auf der Nexus-Seite, sind eigentlich mehr Reshaders und verschiedene Filter drauf. Also 5 Stück, glaube ich. Dann gab es noch ein Reskin von Lien, von dem Noir-Skin, wo er dann eben Tactical Suit trägt. Und von Claire dann eben noch so ein auf Classic getrimmten wie von damals. Musste halt die DLC-Skins haben, auf die sie aufbauen. Ja, hier unten. Ich werde auch mal versuchen, mich an dem Licker gleich vorbeizuschleichen. Beziehungsweise, ich kann dann hier auch noch mal kurz in den Aktenraum und die Granate mitgehen lassen. Er ist ja nicht mal da, wie denn auch? Ja, eben. Kann mich ja nicht mehr nerven. Plötzlich kommt das so eine halbe Portion um die Ecke gerobbt. Was? Ich bin immer noch da! Der Menüpunkt Kostüme wurde hinzugefügt, wird. Ich hab was freigeschalten? Ach ja, jetzt kannst du Kostüme wechseln. Sekunde. Ah, ein Link. Ja, Bilang, soll ich dich direkt, was ist los mit dir heute? Was ist los hier? Ich möchte das ja nicht ne, groß und laut sagen, but you're acting like a dickhead today. Sekunde. So, hier, jetzt. Jetzt kann ich wieder den Chat lesen. Gar nicht mal mitbekommen, was da stand. Nee, da, ich kann ja, ich weiß gar nicht, ob du das kannst, aber ich kann halt sowas wieder aufmachen. Ein Screenshot aus dem Chat. Ah, ja. Das ist eine merkwürdige Seite, dude. Also, not trusting that. Das sieht irgendwie aus wie freevirus.net. So, wo ist... Ja, ja, Schlecki ist gut. Schlecki, das kleine Krokodil. Ein Screenshot-Programm. Ah, ja. Yes. No. Vor allem, warum... Bei mir stand halt für 0 Monate abonniert. Ihr hört mir schon zu, wenn ich hier rede, oder? Offensichtlich nicht. Das ist irgendwie... Das sag ich schon den halben Abend. So. Hab schon genug Angebote für eine Penisverlängerung. Ja, ne?
Ja, meine Güte, dein Penis ist halt sehr gefragt. CIA, weißt du mal, wie groß dein Penis ist? Und sagt sich, nun mal, der muss, ne? Der muss größer sein. Der ist schon wieder runtergefallen. Der spielt halt gerne das Treppenspiel. Lass ihn doch. Er ist schon wieder runtergefallen. Wenn du halt nur den IQ von einer Kartoffel hast, ist das das Einzige, mit dem du Spaß haben kannst. Alter, wie oft will der dann noch runterfallen? Das ist wie Karussellfahren. Hui! Das mag der. It's a box! Und der Film ist auch da. Ja, Rising Rookie, ja, muss ich ja nicht mitnehmen. Ich weiß ja, was drin ist. Keks würde dich töten. Hallo, ich hab das doch mit Leon gesehen. Oh, das erweiterte Magazin, nice. Mhm. Sieht das Ding doch langsam nach Spaß aus. 50 Schuss. Mhm. Schon wieder der Hebel. Oh nein. Oh, nicht mein Lieblingsspruch aus Deponia. Schon wieder der Hebel. Ich muss ja nicht schleichen, ich kann ja hier durchrasen. Da kein Mr. X mehr. Es fehlt ja ein Stück von ihm. Um genau zu sein, ziemlich großes Stück. Stücke von dir kleben ewig an der nächsten. Überall. Vor allem, hat der Regenerationskräfte, dass er sich dann einfach denkt, so, ja, ich bin wieder in meiner ganzen Pracht, oder? Nein, der kann sie nicht regenerieren. Also ist es immer ein anderer Mr. X, der ihm auf den Sack geht. Hä? Nö, das ist dasselbe gewesen. Bei Leon, da gab's die Begegnung halt nie. Ja, aber Mr. X kam ja bei Leon nachher wieder im Labor. Das meine ich. Ja, in dem Durchlauf überschneiden sich die Storys ein bisschen. Die anderen haben halt ihren eigenen Durchlauf. Ach so. Was haben wir hier? Nadelkartuschen. Was? Nee. Du kriegst hier keinen Flammenwerfer. Fürs Elektroschockgewehr. Oh mein Gott, eine Nadel. Krieg ich eine Nadelpistole? Nee, das ist ein riesen Elektroschocker für Wildtiere. Klingt nach Spaß. Ich nehm zwei. Naja, du jagst denen halt das Ding rein, musst den Feuerknopf gedrückt halten, damit sich dann eben der Balken so weit auflädt, dass es überlädt. Ach so, dass es quasi tötet. Also, dass es halt den Maximalschaden drückt. Stimmt, den Heizraum kann ich ja gar nicht. Nee, dann sind wir hier fertig. Dann kann ich ja wieder zurück in den Untergrund. Mhm. Der große Vorteil an dem Ding ist, du kannst relativ gut Gegnern Schaden mitmachen, aber gegen Birken ist das Ding meh. Ineffektiv. Also, da ist deine Wahl wirklich der Granatwerfer. Hier erstmal weg, brauche ich gerade nicht. Ich nehme aber die. Nicht die Großkaliber, wo ist es denn? Achso, warte mal, die Hochleistungsgeschosse brauche ich ja auch nicht. Ich hatte doch hier noch. Ich wollte gerade sagen, ich hatte doch irgendwo Pistolenmunition. Großkaliber Pistolenmunition brauche ich auch nicht aktuell. Freut sich die Box. Sordele. Soll ja 6 Mr. X geben. Ach du Güte, Güte. Die Welt kommt mit einem von dem schon nicht klar. So, denn. Nee, aber der Mr. X, der dir hinterher stammt, ist einem dasselbe. Achso, nur der im Labor ist dann wieder ein anderer. Nö, das wäre ein dasselbe. Achso. Achso, der kommt jetzt halt nur im Labor nicht. Ja. Oh. Deswegen hast du ja einmal mehr Birken. Birken Snurken. It's the Snurken Herken. Can we have some Nurken in the chat? Nörkel Dörkel. Wackel Dackel. Hackel Backel. Na du. So, genau. Hey, na. Du Leiche. Du mich hoch. Haku. Haku. Ah. Bumbums. Mach ich doch gerne. Oh, nun glaube ich deine Seele. Schmeiß den Schlüssel weg. Brauche ich nicht mehr.
Wirf den Schlüssel weg. So, warte mal, wo geht das jetzt hier lang? Also im Prinzip muss wieder an den toten Soldaten vorbei. Das andere Ding führt dich nur zu einem Messer unten. Stimmt auch. Echt? Hier ist nur ein Messer? Echt nur ein Messer? Da unten ist nur ein Messer, dann kannst du durchs Gitter gucken. Oh, irgendwo wäre noch Munition. Ah, geil, ne, hier ist nichts. Gut, ich gehe wieder. Oh, tschüss. Birken, Birken. Das ist mein Snurken, Hurken. Lassen Sie den Birken wirken. Weißt du, die arme Sau lassen wir jetzt da oben auf der Brücke. Bye, bye. Tschüss. Wollt sie wahrscheinlich sein Leben. Mach's gut, du Fickschnitzel. Hey, Vergnügungspark, was ist die Attraktion? Das ist die Attraktion, yay! Die Attraktion ist scheiße! Aber warte mal, ich muss ja jetzt, da unten zu der Dings. Aber wie aufgeregt hat der doch immer hinterher gerobbt ist ohne Arme. It's the Birken Snurken. Du schon wieder? Wirklich? Ja, schön. Das ist schön für dich, mein Freund. Das ist wirklich schön für dich. It's been nice knowing you. Okay, es ist Hinkerdinkerbirken. Hinkerdinkerbirken. Es ist Live-Birken-Tag. Hinkerbinkerbirken. Stell dir mal Birken vor mit einer Axt. Oh Gott. Hackerlöcker. Hackerlöcker. Wieso und willst er meint das Herz. Warum willst du diesem fucking Psycho eine Axt geben? Weil es cool aussehen wird und ich würde ihn eher ernst nehmen als den fucking Henker in 5. Auch wieder wahr. So, lass mich raten, jetzt kommen hier wieder 10.000 von den Fickern. Und Zombies. Zombie with a gun, Zombie with a gun. Ach genau, hier kann ich hoch. Jesus. My Jesus. Ah ja, da ist er. Von dir, über der One. Ich glaube, Säuregranaten sind nicht effektiv gegen die. Feuer ist da eher angesorgt. Ja, hab ich grad nicht. Oh fuck. Säure tut's auch. Ich hab dein Baby erschossen. Was willst du jetzt machen, du Ficker? Damn it! Ja gut, macht nix. Das Schlimme bei Claire ist, ja, sie trägt Springerstiefel. Ergo, wenn die erstmal aus der Blöre draußen ist, steht sie noch immer knietief in der Blöre. Ja, weil die Scheiße nicht rausgeht. Die stinkt über an die Füße. Die Hölle ist echt eine harte Nuss. Von den Dingern. Mhm. Ja, Säure und Feuer sind eigentlich ganz gut. Feuer ein bisschen mehr. Ja, Feuer habe ich gerade nicht. Oh, du nimmst auch Geh weg, raus. Geh weg, geh weg! What I have here? It's a grenade! Du fuck! Ist immer mega disgusting, wenn dieses Auge von denen einfach scarf macht. 14 Schuss. Legit. Block make the A-Ball. Ja, aber vielleicht ist ja die Waffe, die ich da kriege, gleich ganz effektiv. Oh, der Elektroschocker ist gar nicht schlecht. Deswegen, ich ignoriere. Oh, fuck. Du bist jetzt natürlich. Ach, du bist echt nicht cool. Hier, halt mal. Oh, lass mich durch, lass mich durch. Geh! Ja, ihr könnt ihr so viel würgen, wie ihr wollt. Ist mir scheißegal. Mit das. Aber ich hatte mit Leon echt um einiges mehr Munitionsprobleme. Fällt mir jetzt mal so auf. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das Spiel einfach jetzt ein bisschen besser drauf habe mittlerweile, oder... Ja, das auch noch, aber Leon hat halt... ist ein bisschen schwerer. Weil dein Vorteil ist halt, die Uzi kannst du halt gegen Trash-Mobs benutzen, die Magnum willst du halt wirklich für Bosse aufheben. Mhm. Stimmt, sie hat nicht so... Ja gut, Claire hat zwar gute Waffen an sich, aber nicht so diese... Ne? So ein Elefantentöter oder sowas. Da ja, also sie hat halt viel, wo du halt gut variieren kannst. Ja, eben. Vor allem mit den Granaten. Flop.
Liens Vorteil war dann halt, dass er den Flammenwerfer bekommen hat, während das Elektrogewehr halt ein bisschen fummelig ist, gerade bei dem Working Fight. Mit dem Ding musst du halt sehr nah dran, es dauert halt ohne das Upgrade halt sehr lange, bis du den Maximal-Output drin hast und du musst es halt in die Richtung gedreht halten, wo der Gegner ist. So, ihr geht mir auf den Sack mit eurem Scheiß. Einmal 100 frisch gemachte Brötchen mit Salami, Mozzarella, Gurken und Salat zum Mitnehmen. Bitte. Okay, du willst ein paar hundert Salami-Brötchen. Habe ich das gerade richtig gesehen in der nachträglichen Einblendung? Hast du richtig? Und ich bin gerade, mir sind gerade genauso die Eier gedroppt. Weißt du, ich guck da hin, okay, sagt er irgendwann mal was? 1 Euro pro Brötchen, das ist günstig, das ist mega günstig. Wie viele Brötchen willst du essen? Bei uns kostet billig das Brötchen 1,50 bis 1,70. Ist aber für dich Freundschaftspreis? Ist super lecker. Ich mach dir einen Freundschaftspreis. We have a deal. We have a deal. Ich leg sogar noch Salat obendrauf. Oh nein. Oh doch, ich sage dir. Auch Power-Gemüse. Oh mein Gott, nee, wirklich, Unity, vielen, vielen Dank. Das ist, ne? Metallhaken. So möchte ich das so gegen erzählen. L2 halten. Achso. Also wirklich, bis nicht mehr geht. Ja, also du hast dann an der Seite eben so einen, ja, Maximalbalken, der sich auflädt. Dann macht er halt nochmal so einen Elektrofunkenschlag. Auch wenn ich das mal gerade nochmal kurz anmerken möchte. Also aktuell verdiene ich halt noch nicht so viel auf der Arbeit. Klar, ich bin jetzt quasi Quereinsteiger und ich kriege aktuell erstmal nur so... Was heißt hier nur? Also ich kriege gutes Gehalt, ich kriege Gehalt generell, ich werde für das bezahlt, was ich tue. Aber es ist schon eine große Hilfe und es ist gerade aktuell... ich kann das mal ganz kurz erzählen eigentlich. Mir stehen jetzt leider ein paar Termine beim Zahnarzt bevor, wo nicht unbedingt günstig werden, wo leider auch kaum die Versicherung zahlt, was mir ehrlich gesagt sehr auf den Senkel geht. Deswegen, also mir kommt das gerade echt, echt gelegen. Vielen, vielen Dank. Deswegen, also... Wo ich gerade die 2 Tümer am Boden ziehe. Am besten machst du mal einen Zielschuss an einem von denen. Das Gewehr ist echt gewöhnungsbedürftig. Okay, warte mal, ich mach das mal. Halt mal kurz. Also du musst halt wirklich mit dem Ding konstant auf den Gegner gezielt halten. Ah, ich verstehe. Und dann gibt's da noch so einen kleinen Blitz, der sogar AOE-Damage macht, okay. Ja, eben. Also das ist dann die Maximalaufladung. Die wird dann halt später mit einem Upgrade noch stärker aufgeladen. Geht halt schneller. Sondern das Geist ist krank teuer. Ist wirklich so. Also, aktuell, ich war ja letztens beim Zahnarzt, weil ich eine Wurzelbehandlung hatte. Und das ist schön und gut. Aber, was die von einem verlangen an Geld, das geht auf keine Kuhhaut. Manche Zombies klingen einfach wie Donkey Kong. Gib mir mal mein Messer wieder, ich brauch das. Ja. No, fuck. Deswegen, also Versicherung ist aktuell, ne? Meine Krankenkasse ist aktuell mein Staatsfeind. Oh, das funktioniert echt gut. Jesus, das funktioniert effektiv gut. Das Ding ist cool. Also gegen die Ivys ist das halt auch ziemlich praktisch. Echt? Gegen Ivys auch? Ja, also da röstet die ja im Finalen hochgehen. Oh, Komplettröstung? Also reden wir hier von der guten Bodenröstung oder reden wir hier von, sie sind kurz am Boden Röstung? Also bisher blieb es am Boden, wenn ich es geröstet habe. Weil ich habe jetzt, als ich das bei Max gesehen habe. Scheiße, daneben. Oh Gott. Also in den meisten Fällen bleiben sie lang genug am Boden und wenn du sie wirklich aufhebst, dann kommen sie noch durch.
Boah, aber also, die hier stunt das richtig schön. Hm? Was du da halt wirklich abgewinnen solltest, Kurt, und damit zu bekämpfen, bringt echt nichts. Was? Man sollte halt wirklich den Gedanken vergessen, damit auf Kurt loszugehen. Ja, dass ihn das nicht interessiert, das war mir schon fast klar, also. Birken ist halt Granatenmaterial. Ja, eben. Nee, aber wie gesagt, Unity, vielen, vielen Dank. Das ist sehr schön gerade. Ich meine, wann habe ich jetzt die Termine? Ich glaube, jetzt einen habe ich im Februar. Ich muss da unbedingt nochmal demnächst anrufen und mal einen Kostenvoranschlag verlangen. Habe ich jetzt einfach das Rad. Scheiße, ich habe das Rad liegen lassen. Scheiße. Jetzt muss ja mal einen Umweg gehen. Na egal, macht nix. Krieg halt nicht das Achievement unter 14.000 Schritten. Kann man das übrigens irgendwo nachgucken? Nee, scheinbar nicht. Nee, leider nein. Schade. Also ich glaube, ohne die unendlich Munitionswaffen, die du auf S-Schlag mich tot kriegst, kannst du das eh vergessen. Alleine die ganzen Sachen, wo du vor Viechern wegrennst. Ja gut. Ja, Zahnärzte sind fucking teuer. Also, vor allem, es war irgendwie ein Running Gag, dass mein Zahnarzt dann ständig meinte, ja, das zahlt die Krankenkasse nicht oder das zahlt sie nur ein Teil und das zahlt sie nicht und jenes zahlt sie nicht. Aber das muss gemacht werden, weil sonst fallen dir irgendwann die Zähne aus und ich denke mir so, Alter. Are you fucking das serious? Zahlt sie nicht und das zahlt sie nicht. Deine Kasse ist ein Arschgesicht. Ja, also ich muss da demnächst nochmal anrufen und sagen, hier, Leute, wie viel kostet mich der Scheiß jetzt eigentlich? Weil wenn nämlich der Kasse warst du nochmal? Barmer. 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 Aber ich habe schon mal mit ein paar Arbeitskollegen geredet und die meinten dann auch so, vielleicht sollte ich mir mal eine andere Krankenkasse zulegen. Und sie haben recht. Gehe ich hier gerade richtig? Ja, stimmt, ich kann hier hoch, ja. Geh richtig. Vor allem, das sieht aus, als hätte ich eine Nerf Gun bei mir. Ja, habe ich zu Kicks aber auch gemeint. Das Ding sieht aus wie eine Nerf Gun. Das Ding sieht aus wie eine Nerf Gun. 90er Jahre Sci-Fi Nerf. Mhm. Piu, piu. Das sieht aus wie eine Nerf Gun. Stirb, Kommunist. Ach, genau, okay. We are on the right track, but on the wrong train. Ich möchte mal überlegen, ob ich das jetzt hier heute noch fertig mache. Ich meine, an sich, wir sind hier fast durch, ne? Jetzt kommt doch noch das Labor. Genau, oh, warte mal. Ich will aber die Kassette. Ist die Kassette hier was anderes? Nö, nö, ist dasselbe. Dann brauche ich sie auch nicht gucken. You don't need to watch this. Bist du denn da hinten, du Flitzpiepe? Wobei, du wirst mich, glaube ich, gleich nerven, wenn ich hier, ne? Ja. Halt mal kurz. Oh nein, ich schon wieder ein Halt mal kurz. It's weirdly satisfying. So, jetzt muss ich mal selber lesen. Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Oh, Jesus Christ. Faustregel, du nimmst es als allererstes den Springer. Ja, also. Dann guckst der Turm du auf ist den neben dem. Halt, der Turm ist neben dem Springer. Shadow? Ja, ja. Springer nehmen? Du guckst auf den Kasten, wo der Springer abgebildet ist, drehst dich um und steckst ihn gegenüber rein. Und dann die Anleitung, die folgt. Das Pferd war der Springer, ja. Den stecke ich jetzt hier rein. Genau. Dann muss... Dann... Habe ich noch einen anderen Springer? Weil dann ist ja das... dann ist ja der Zettel hier an sich falsch. Der da abgebildet ist. Naja. Das ist der Trick an dem Rätsel. Ach so. Ja, warte mal. Diese Scheißpassage von der Variation hatte ich auch schon. Der Turm ist neben dem Springer. Das heißt, der Turm muss hier in die Mitte. Das heißt, die anderen beiden muss ich jetzt einmal kurz gucken. Der König ist nicht neben der... Nicht neben der Dame? Geht denn das? Das heißt, ich muss ja hier noch einen umstecken. Das heißt, ich muss den ja hier in die Mitte machen. Oder was ist das, der Läufer? Ne, warte mal. Mal kurz gucken.
mach den mal. Nein, nicht König. Nicht der König. Aber er kniffelt. Hat nicht gekniffelt. Genau, das ist Läufer. Bitte fertig machen, bitte ganz viel Zuckerguss drauf. Na gut, dann. Ne? Aber nur, weil ihr das sagt. Nur, weil Nebneb das sagt. Das war jetzt der Springer. Wer war jetzt nicht gegenüber dem Springer? Springer, der Turm ist nicht... Ist neben dem Springer. Ja, das ist ja richtig. Turm ist neben dem Springer, das ist richtig. Aber nicht gegenüber der Dame. Das heißt... Dame muss hier hin. This is complicated. Should be it. Bingo! Aber das ist wenigstens klar. Es ist mal ein Rätsel, wo du tatsächlich mal ein bisschen deinen Schmalz einsetzen musst. Also. Ja, an der scheiß Idee saß ich lange, bis ich mal auf die Idee kam. Warte mal, Springer nicht da, wo er hin soll. Ja, man muss mal für eine Sekunde außerhalb der Box denken. Vor allem, ich merke jetzt, ich speichere um einiges weniger mit Claire jetzt, als ich mit Lian habe. Also um einiges. Ach ja, stimmt, ich habe mit dem kleinen, mit dem einen halt mal kurz gespielt. Das war ja was. Kommt jetzt mit Birkin wieder das mit, halt mal kurz. Ach so. Das große rote Kastending. Ich muss also mit ihm wieder dasselbe machen wie mit Leon damals. Hast du gut Munition dabei? Ich hab nichts mehr wirklich. Ich könnte meine. Nimm lieber deine Möchtegern-Magnum mit. Das Elektrogewehr ist in dem Fight scheiße nutzlos. Stimmt ja wieder. Hast du ja erzählt gehabt, ja. Ich hab's oft genug ausprobiert. Das Ding lädt langsamer, als der sich erholen kann zwischen den Schüssen. Hm. Na gut. Ups. Ich habe Säuregranaten dabei. Die Brandgranaten möchte ich behalten. Hochleistungsmunition. Lass ich den Quick Draw? Warte mal. Ich habe hierfür gerade eh keine Munition, also packe ich die mal beiseite. Und nehme mal die Quick Draw mit. Wenn du noch Muni hast. Ja, ich habe ein bisschen was gefunden. Oh. Locked and loaded. Einmal. Wenn ich so eine ganze Salve hiervon in den Penner entlade, dürfte auch noch gut sein. Halt. Hierfür habe ich eh kaum noch Schuss. Das kann ich ja so einmal beiseite legen. Genau. Habe ich nicht. Achso. Wieso sind die nicht in meinem Dings? Ist das ein Bug? Hm? Hier muss ich eine Schnellauswahl erstmal reinpacken. Kann ich nicht. Oder? Warte mal, muss ich das so? Schnellzugriff. Ach so. Das ist auch mal neu, dass ich das machen muss. 15 Schuss, kommt hin. Ja, Mensch. Ja, Mensch, Birky. We need to talk. Perky, Schnörken, Hörken, I need to talken with you. Ich find's nicht so gut, dass du deine Tochter stalkst. Find ich jetzt nicht so turken. Hat mir das Spiel jetzt gerade instant nochmal eine gute Spice... Eine Salatmischung gegeben. Einmal eine Salatmischung. Waren das die beiden? Nein. Was, die beiden? Nein. Die beiden? Nein. Ihr beiden? Nein. Ihr beiden? Nein. Ist jetzt anders, ne? Bisschen. Ist jetzt anders. Mein Vater wäre nicht stolz auf mich. So. Weil Elektrizität so funktioniert, ja. Deine Elektrizitätskräfte sind Mangelware. Guten Tag! Shit! Was hat er mit Juten? Was will der mit Strom? Warum will der Jute Strom von uns?
Alter! Ist das skriptet, wo der durchschlägt? Nö, du kannst es wirklich am Gestampfe arbeiten. Ja, stimmt. Ganz, ganz schwach so ein bisschen. Ich dachte, das wäre skriptet. Nö, nö, da macht doch gern andere Reihenfolgen. Oh oh. Here he comes. Nein, Claire, nicht brennen! Aber sie ist hot. Ich weiß, dass sie hot ist. Ich find's aber geil, wie ich mich an ihm vorbeigeschlichen hab. Ignorier mich, ich brenn nur. Der hat sich auch kurz gedacht, damn, she's hot. Ich mag es extra knusprig, ich warte. Nee, also allein für die Spende muss ich schon, ne? Das machen wir heute fertig, komm. Ich hab ihn nicht mal gesehen gerade, scheiße. Spicy. Wieso habe ich das Ding denn jetzt mitgenommen, ich Idiot? Was war das? Lieber die Clown als der Kettensäge. Hat Shadow eigentlich immer noch Angst vor Kettensägen? Nicht mehr so. Ich glaube, er hat gerade mehr Respekt vor Ivys und Birken. Ja, na, Ivys nerven mich eher als alles andere. Das sind halt so Insta-Ficker. Das einzige, die einzigen Insta-Kids im Game, wirklich. Oh, Alter. Du stehst hier, ja, du stehst richtig scheiße. Aber was würde er tun? Würde ein Licker mit einer Zunge mit Kettensäge um die Ecke kommen? Oder? Yes! Hat funktioniert! Halt mal kurz. Ah, shit, ich habe ihm noch nicht genug Damage gezogen. Messer, Flashbang. In guter Qualität sieht das so eklig aus. Er ist generell ein ekliger Dude. Aber so ekelhaft schön. Er ist wie ein Autounfall, wo man nicht weggucken kann. Shit. Fuck. Jesus. Oh fuck. Push it! Time for an encore. Gib ihm! Klopp ihn! Jetzt bleib nur bitte. Ja. Gong! Es ist immer wieder witzig irgendwie. Bambus! Du Ekelvieh! Verpiss dich! Zieh dich aus meinem Garten! So. Dein Garten ist scheiße sortiert, Mann! This is taking forever. Oh ja, Mensch. Also haben wir wieder Munition für meinen, ne? Uzi. Das ist eben das, was ich an Claire's vermag. Die Uzi kannst du halt wirklich gegen alle Trash-Rounds benutzen. Die Magnum wiederum. Ah. Mhm. Generell, die Uzi ist echt geil, um einfach so Gliedmaßen wegzuschrotten. Mhm. Ja, so ein Fun-Sound, einfach doing. Ja doch, das wäre witzig. Ich würde es approven. Oder so ein Bratpfann-Sound. Ja! Sherry? Claire? Sherry, are you Annette? Right? Schoschmann? Patrick. Oh, this doesn't look good. What are you doing? Du hast da was im Auge. Sherry's been implanted. She can't be saved. Are you fucking kidding me? You're her mother. Get in here! Alter, die Frau flucht sich echt einen Sturm zusammen. Ich liebe sie in der Variante. Vor allem, are you fucking kidding me? Also da lohnt es auch, die Cutscenes nochmal laufen zu lassen. Ach, das interessiert dich auf einmal. Sherry, Mommy loves you, sweetie.
Vor allem, sie macht diesen fucking Hipster-Move, indem sie ihre Brille in den Ausschnitt steckt. 90er. Diesen fucking Hipster-Move. Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? Oh, why are you doing this? Because I care. Got nothing better to do. Thank you, Claire. So ein Fleischfehl-Syndrom. Na, du musst nachher mal im Labor den Birkenfight abwarten, den du auch mit Lean hast. Oha, oha. Also da mutiert sie wirklich zu einem Badass Redfield. Badass-Field? Mhm. Haben sie wirklich so die 90er Jahre Powerfrau-Syndrome ausgelebt. Ach, ich kann natürlich jetzt auf nichts zugreifen, aber gut, macht Sinn. Ich schlepp ja halt gerade, ne? I'm busy. I'm busy getting jiggy with it. Sherry, Liebling, ich weiß, du bist infiziert und so, aber könntest du bitte dieses triefende Ding von meiner Schulter, bitte... Ja, wirklich, das ist meine Lieblingsjacke, bitte. Es hat mich berührt, Gott, das ist in meinem Gesicht. Oh mein Gott. Den Fleck krieg ich nie wieder raus. Oh Gott, meine Lieblingsjacke. Deine Mutti jeder schuldet mir eine Jacke. Achso, sie hat das Armband. Ich wollte gerade sagen, hä? Here. Okay. Ja, wie wurde Sherry infiziert? Mal überlegen, sie war allein mit ihrem Daddy in einem Raum und hat überlebt. Warum wohl? Ja. Oh Gott, das sieht nach einer ekelhaften Bindehautentzündung aus. Okay. Er hat halt ein Auge auf sie. Das sind Gründe wie diese, warum ich nachts nicht schlafen kann. Bindehautentzündung? Auch. Wieso schreiben mir Leute in Videos, dass mir mein Bart steht, wo man meinen Bart nicht mal sieht? Ich glaube, das ist ein Rückruf. Sie wollen den Bart zurück. Ist er ist doch da. Ich habe nur den Oberlippenbart heute ein bisschen nur getrimmt. Ich habe ihn nicht komplett weggemacht. Der nervt halt. Naja, also innerhalb vom Weißen Haus oder in dem Moment, wo sie vorhin weggerannt ist, im Fahrstuhl. Eins von beidem. Ja, such's dir aus. Viele Möglichkeiten gab's nicht, um zu überleben. Muss ja irgendwo birkinisiert worden sein. Hm. Are you kidding me? You were doing just fine without me. So I came along and got you all sorts of trouble. Sagt sie mit ihrer mega Nerf Gun auf dem Rücken. Also bei ihr fahren sie am Ende halt wirklich die Ellen Ripley. She really doesn't care. Ich weiß, es scheint so, als ob deine Mutter es absolut nicht interessiert, aber es interessiert sie wirklich nicht. Aber egal, du hast jetzt die beste Babysitterin der Welt. Ja. Oh, warte. I'm doing my job. I'm doing a great job. I'm doing just the best job. Ich bin, ne... Das ist so ein Redfield-Ding. Wir machen unsere Jobs. Wir verlieren ständig unsere Männer.